Was für eine miese Lammschulter. Wow, Bismillah. Einfach alles raus. 6 Knoblauchzehen, ein wenig Petersilie, 3 Stangen Rosmarin, eine Chilischote, einen halben Teelöffel Kardamom, einen Esslöffel Salz und ganz viel Pfeffer. Und etwa 50 Milliliter Olivenöl. Und das jetzt alles zusammenmixen. Und jetzt machen wir ein X. Und darauf kommt unser schönes Stück. Und jetzt, egal wo du eine Verbindung zwischen den Muskeln siehst, da einmal ein Loch bitte reinsetzen. Und hierauf kommt dann unsere Mischung. Und hier nochmal Backpapier oben drauf und machen zu. Und wer möchte, kann noch eine Schicht drauf machen. Und das kommt jetzt im vorgeheizten Ofen auf die allerhöchste Stufe Ober-Unterhitze im unteren Bereich des Ofens. 3 Stunden später holen wir erstmal die ganzen Flüssigkeiten daraus. Wow. Das kommt jetzt ganz oben im Ofen, einfach nur, dass es ein bisschen von oben gegrillt wird. Dein Reis auf ein Blech geben, dein Fleisch über dein Reis, das Fett, was ihr da rausgeholt habt, einmal hier drauf schmieren und dann Pinienkerne oben drauf. Ja, Habibi. Ja, Habibi. Machen wir das Beste für dich. Dankeschön, Amin. Du nimmst dir etwas Fleisch, machst es in etwas Honig rein und dann nimmst du es und gibst es deiner Mama. Schmeckt gut? Du bist unser Chef. Habibi, diese miese Lammschulter ist auf euch. Ich danke euch für ein Jahr Amin Koch. Heute vor ein Jahr bin ich mit Amin Koch gestartet. Ein Projekt, das aus meinem Hobby, das Kochen, entstanden ist, was ich sehr mag und worin ich immer noch sehr, sehr motiviert bin. Ich habe sehr viele Ideen und sehr viele Projekte, die ich für euch umsetzen werde. Ihr motiviert mich so sehr daran, dass ich wirklich sehr froh bin, damit überhaupt angefangen zu haben. Und ich danke jedem Einzelnen von euch für diese Motivation und für diesen krassen Support, den ich vor allem in den letzten Monaten mitbekomme. Ich danke jedem Einzelnen, der schon seit Tag 1 dabei ist. Viele von euch kenne ich sogar mittlerweile persönlich. Ich habe mittlerweile so viele Menschen durch dieses Projekt kennenlernen dürfen und ich bin wirklich froh drüber. Ich danke euch dafür und ich danke euch für die Zeit, die noch kommt. Aber vor allem möchte ich meine Familie, meine Mutter und meine Schwester, meine Freunde, die mich dabei unterstützt haben, die mir Ideen geben und die mein Essen so sehr lieben. Aber was für ein krasser Zufall, heute ist das Geburtstag von meinem Kanal und die WM-Finale. Herzlichen Glückwunsch an die ganzen Messi-Fans.